Leute, was geht? Ja, zurück in The Crew 2. Das haben sich zwar nicht viele Leute gewünscht, aber ein paar waren es schon. Deswegen heute der Vergleich Gallardo mit dem Huracan. Wir haben ja schon einen Vergleich gemacht, R8 zum Huracan. Da haben wir schon festgestellt, dass der Huracan nicht viel besser, aber schon besser ist als ein Audi R8. Ja? Deswegen werde ich jetzt keinen Vergleich machen mit dem R8, weil ne, Huracan ist eh besser. Deswegen vergleiche ich mal einfach das Beste mit dem Gallardo hier. Was aber auf jeden Fall sehr witzig ist, ja, das habe ich gerade auch erst gesehen. Der Huracan, der hat die wenigsten PS. Ja, der hat jetzt hier, sehen wir jetzt hier, 848. Dann etwas mehr der Audi R8 mit 874 PS. Und dann nochmal eine ganze Schippe obendrauf. Der Gallardo, Alter. 923 PS, Digga. Das ist echt schon ein Unterschied, Mann. Also vor allem hier zum Huracan, ne? Das sind ja mal fast 100 PS. Ja gut, ungefähr 80 PS, aber das ist schon heftig, ne? Und dann noch Superleggera, ja? Wisst ihr Bescheid? Das ist auf jeden Fall schon mal eh besser. Na, könnte echt schwierig werden. In dem Tuning hat man ja schon gesehen, dass der Gallardo auf jeden Fall eine babamäßige Lenkung hat. Der hat mir richtig Spaß gemacht, der Wagen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall die beiden vergleichen. Ich zeige euch nochmal kurz, was ich hier Teile drin habe. Also überall natürlich Nitro-Mischer und alles gleich, ja? Also mit extra Portionen pur, weil wir werden auch gleich mit Nitro ein bisschen fahren. Ich habe keine Profi-Einstellung drin. Und die Kohlpunkte habe ich natürlich hier auch ja, so eingestellt. Einfach nur unten auf Nitro, was das wichtig ist. So Leute, der Türke steht da hinten jetzt im Huracan, ich im Gallardo. Wir gucken jetzt einfach mal, was so geht. Wir werden erstmal ohne Nitro fahren, einfach ganz normal. Und dann würde ich sagen, auf los geht's dann los wieder, ja, wie sonst auch. Schon mal Gas geben. So, 3, 2, 1, los. Oh, wir sind genau gleich losgefahren. Ah, guck mal, der Huracan zieht erstmal weg. Oh, das sieht gut weg, Alter. Oh, das sieht gut weg. Oh, jetzt sind wir gleich. Oh, doch, gleich. Gleich schnell jetzt. Gleich schnell. Jetzt aufpassen, dass ich da gleich dagegen fahre. Jo. Aber jetzt. Jetzt kommst du, Alter. Nee, nein, doch, gleich schnell. Ja, jetzt ist bald gleich schnell, Alter. Hä? Warte mal, die Ausnahme bestätigt die Regel. Wir machen das nochmal. So, 3, 2, 1, los. Ja, fast gleich losgefahren. Jetzt kommt der, Alter. Jetzt kam der gerade ein bisschen. War ein bisschen schneller. Aber jetzt sind die auch wieder wie ziemlich gleich, ne? Ja. So ab 300. Aber meiner kommt jetzt schneller irgendwie. Minimal. Ja. Meiner zieht am Ende minimal weiter weg. Digga, das ist ja echt ausgeglichen, ey. Ich würde sagen, wir machen den ganzen Scheiß nochmal mit Nitro jetzt. So Leute, jetzt machen wir den ganzen Kack nochmal mit Nitro. Wir machen jetzt ab 200 km/h Nitro und dann drücken wir komplett bis zum Ende Nitro durch. 3, 2, 1, los. Ja, jetzt sind wir genau gleich losgefahren, passt. So, jetzt genau bei 200 Nitro. 200. Das ist der Huracan schneller, Alter. LOL! Aber viel schneller! Wobei, wie viel schnell? Wie schnell fährst du jetzt? 382, 81, 80. Ja, guck mal, ich war 10 km/h langsamer. LOL! Und wir haben den. 400, Alter. Das ist krass, Alter. Wir haben den gleichen Nitro-Mischer drin. Wirklich den absolut gleichen. Beide mit extra Portion pur. Beides auf die höchsten Werte. Und wir haben die Kultpunkte beide gleich eingestellt. Das ist richtig krass. Das ist echt ein Unterschied, Alter. Jetzt machen wir nochmal Nitro ab 300. So, jetzt nochmal Nitro ab 300. 3, 2, 1, los. Ja, ich kam ganz bisschen schneller weg. Millisekunde. So, bei 300 Nitro. Lob. 300. Du bist auch schneller. Du bist trotzdem schneller. Guck mal. Guck mal, der überholt mich sogar jetzt noch. LUL! Wie schnell? 400. 406, ja. 407. Ja, genau, du bist genau 10 km/h schneller als ich. LOL! So Leute, jetzt nochmal einen kleinen VMAX-Test. Ich habe wieder Nitro-Mischer am Start. Türke fährt jetzt mit einem, was ist da eigentlich? Chiron? Carbon, ja, ja. Ah. Ein auf angeben, sagst du, oder was? So ein kleiner Pimmel, ey. Ja, okay, dann schieß mal los da, die Bude. Dann gucken wir mal, was der Gallardo jetzt vor Max schafft. Und danach werden wir noch den Huracan testen. Den haben wir zwar schon gemacht vor Max, aber ich möchte das hier extra nochmal für das Video machen.
weil vielleicht hat der ein oder andere das Video mit dem R8-Vergleich nicht gesehen. Deswegen werde ich das nochmal machen. So, ich bin jetzt bei 400. Ich muss schon mal Gas geben, auf jeden Fall. Oh, da kam der Begrenzer schon. 436. 436, Windschatten Nitro. Ah, mehr geht nicht. Wie geht das? Wie geht 436. Das? Bei mir ist 460. Du warst direkt hinter mir. Ja, schon einmal ganz kurz gerade 437, aber 436 können wir so festhalten auf jeden Fall. Nice. Das im Gallardo Superleggera. Jetzt machen wir Huracan. So, Leute, jetzt nochmal mit dem Huracan. Ja, haben wir zwar schon gemacht, dann machen wir jetzt nochmal. Gib Gas. So, natürlich die gleichen Teile eingebaut. Ja, versteht sich von selber. So, jetzt gucken wir mal. Ich meine, dass ich bin mir jetzt echt, ich weiß selber nicht mehr. Dein Video ist auch schon wieder ein paar Tage her jetzt. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, der Huracan war genauso schnell, Alter, in der VMAX. Gucken wir jetzt nochmal. Oh, da geht noch was. 439 war gerade ganz kurz. Ja, aber jetzt pendelt sich das wieder genauso ein. Ja, wobei der pendelt hier jetzt die ganze Zeit zwischen 36 und 37. Der andere hat eher so gependelt zwischen 35 und 36. Ja, okay, also. Tja. Ihr wisst natürlich, wenn man bergab fährt oder so, dann ist man immer ein bisschen schneller, als wie jetzt sein sollte. Deswegen war wahrscheinlich gerade auch kurz 438 kurz. Aber im Prinzip kannst du sagen, der Huracan ist 1 km/h schneller. Ja? Der pendelt hier, als er das wieder geregelt hat, der war dann einfach 36, 37 und bei dem anderen war 35, 36. Also Huracan 1 km/h schneller, aber im Prinzip auch wieder genauso schnell. Ne? Also tut sich eigentlich nichts. So, wir machen den Slalom Little Eagle, finde ich relativ geil, weil da ist nicht so viel Kurve. Ich hätte am liebsten natürlich einen Slalom gehabt, wo wirklich nur die Strecke geradeaus ist und du immer einfach nur in der Mitte um die Pylonen rumfahren musst. Gibt's aber nicht, aber Little Eagle kommt relativ nah dran, deswegen machen wir den. So, und wir werden es so machen, dass wir jetzt einfach, ich mache dreimal, wir fahren dreimal, ich zeige aber nur einmal. Wir fahren dreimal und dann gucken wir einfach, was ist der höchste Wert und dann vergleichen wir mit dem Huracan. So, wir machen hier, starten einfach aus dem Stand raus. Wir werden jetzt gleich meinen Geist sehen, weil ich das gerade schon mal gemacht habe, um zu testen, ob die gut ist. So, wir werden jetzt hier auch nicht irgendwie alles geben oder so, um irgendwie einen Weltrekord oder sowas zu holen, darum geht es ja nicht. Wir werden einfach versuchen, schön zu fahren, so schön wie möglich und dann auch so gleich wie möglich. Ja, da muss man ein bisschen anbremsen. Hier in der Kurve ist natürlich schwierig. Ich finde die Slalom-Test eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also da kann man schon ganz gut so die Kurvenlage rausfinden. Guck mal, man sieht schon so ein bisschen, der kommt manchmal. Manchmal will er einfach mit dem Heck kommen, ne? Manchmal will er einfach mit dem Heck kommen. Boah, scheiße. Boah, da, Digga. Bisschen rutschig hinten. So, wir hatten jetzt. Wie viele Punkte haben wir? 14.488. So, jetzt zeige ich die anderen nochmal eben. So, jetzt hat man 14.725. Schon mal besser. So, und 14.467, also war die Runde von gerade auf jeden Fall die beste, die merkt man schon mal. So Leute, jetzt machen wir den ganzen Scheiß nochmal mit dem Huracan und let's go. Ja, selbe Teile drin, alles gleich. Gucken wir mal, was jetzt hier so geht. So. Mit einem Slalom kann man schon ganz gut rausfinden, welches Auto sich besser fahren lässt. Ja, da kam ein bisschen das Heck, aber was mir jetzt schon... Was mir jetzt schon nach der kurzen Zeit auffällt, ist einfach direkt, dass der Huracan viel stabiler liegt als der Gallardo. Viel stabiler. Der fühlt sich ein bisschen, vom Gefühl fühlt er sich ein bisschen schwerer an als der Gallardo. Was irgendwo auch Sinn macht. Aber, ja. Guck mal, das hat man jetzt auch zum Beispiel gemerkt, der kommt gar nicht so krass mit dem Heck, ne? Boah, Digga, wir haben direkt die 15.000, Alter. Brudi, in der ersten Runde. Das ist meine erste Runde jetzt. Ey, das ist krank. Jetzt mache ich das noch, noch zweimal. Mal gucken. Ah, ein bisschen weniger. 14.800 knapp. Aber trotzdem immer noch besser als mit dem Gallardo. Und nochmal 15.060, Digga.
Das ist schon heftig, Alter. Das war auf jeden Fall kein Zufall. Das ist krass. So, was mir gerade noch aufgefallen ist, was man sich auf jeden Fall nochmal angucken sollte, bevor man jetzt ein Fazit machen. Mir ist aufgefallen, hier zum Beispiel, Differentialverteilung ist bei beiden Autos gleich eingestellt, aber die Aerodynamik, die ist jetzt hier beim Huracan so, wie ihr jetzt seht, eingestellt. Und beim Gallardo ist quasi die Aerodynamik nochmal 1 zur Front, ja, so wie jetzt. Könnt ihr mal kurz gucken. So, hier ist der Gallardo, seht ihr? Da ist die Aerodynamik auch ein nach rechts so gemacht. Das heißt zur Front hin, was heißt, dass der deswegen, das könnte der Grund deswegen sein, dass der mehr mit dem Heck rauskommt, weil der etwas besser noch einlenken kann wegen der Aerodynamik. Das kann ein Grund sein, muss aber nicht der Grund sein. Wie gesagt, also ich teste die Wagen nur mit Standardeinstellungen. Und weil dann, so kann man einfach am besten vergleichen. Generell kann man jetzt immer sagen, ey, mit Profi-Einstellungen sind die Wagen nochmal viel, viel besser. Und das, da bin ich mal überzeugt von, weil ich den Huracan auch schon mal mit Profi-Einstellungen gefahren bin. Ich habe jetzt hier keine drin, wie ihr seht. Ich weiß sie auch jetzt gerade nicht mehr. Ich bin jetzt schon mal mit Profi-Einstellungen gefahren. Die habe ich mir irgendwo auch aufgeschrieben, aber ich weiß sie auch gerade nicht mehr. Da war er auch auf jeden Fall noch besser, als er eh schon ist. Und deswegen, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ne? So Leute, Endfazit, Alter, was ist jetzt besser, was sollte man kaufen? Sorry, ganz ehrlich, keine Ahnung, Alter. Ich habe echt keine Ahnung. Mir gefallen beide Autos ultra gut. Ihr habt natürlich jetzt gesehen, der Huracan, der war am Start, glaube ich, einen kleinen Ticken schneller weg, aber auch nur so minimal. Ja, und also der ist dann schneller ein bisschen weggezogen. An der Richtung Ende der Rennstrecke kam dann der Gallardo wieder ein bisschen mehr, ne? Also ohne Nitro jetzt. Mit Nitro sieht das wieder anders aus. Mit Nitro war der Huracan viel schneller weg. Ja? Also wir haben ab 200 Nitro gemacht, wir haben ab 300 Nitro gemacht und der Huracan war immer schneller weg als der Gallardo. Das ist auf jeden Fall ja, gut zu wissen. Hätte man jetzt nur getestet ohne Nitro, hätte ich jetzt gesagt, okay, der Gallardo ist besser, aber ihr wisst, ey, du fährst, wenn du ein Rennen fährst, fährst du immer mit Nitro, ja? Insofern kann man schon sagen, dass der Huracan da besser ist, weil kein Mensch fährt ein Rennen ohne Nitro, ja? Gibt's nicht. Also deswegen ist der Huracan schon irgendwo schneller. Bei der Kurvenlage hat man jetzt auf jeden Fall gesehen, der Huracan ist viel stabiler als der Gallardo. Der Gallardo ist schon auf jeden Fall, sag mal, eher so eine Spaßmaschine, ja? Der kommt öfter mal mit dem Heck, da muss er öfter mal ein bisschen gegenlenken, da muss er ein bisschen mehr arbeiten. Der Gallardo ist da viel einfacher zu fahren auf jeden Fall, für Anfänger auf jeden Fall besser. Da muss man aber auch wieder, wir haben auf jeden Fall mehr Punkte gemacht, ja, habt ihr gerade gesehen, wir haben viel mehr Punkte gemacht mit dem Huracan, wobei so viel mehr auch wieder nicht, ja. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Punkte gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Man kann natürlich jetzt auch wieder sagen, ey, ich habe perfekte, was weiß ich, Profi-Einstellungen für den Huracan und welche für den Gallardo. Dann sieht das nochmal alles ganz anders aus. Kann natürlich sein. Ja, kann auch sein, wenn ich jetzt Aerodynamik zum Beispiel, habt ihr gerade gesehen, wenn ich die bei dem Gallardo so einstelle wie bei dem Huracan, dass der Gallardo wieder ein bisschen stabiler ist und da auch wieder dann auf die gleiche Punkte kommen. Das kann ich mir auch echt sehr gut vorstellen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man die Aerodynamik vom Gallardo so einstellen würde wie beim Huracan, dass die beide ziemlich gleich fahren. Und dann muss man wieder ganz klar sagen, da ist einfach kein Unterschied, Digga. Dann ist ja wirklich der einzige faktische Unterschied, den man jetzt hier wirklich festhalten kann und wo auch nichts dran zu rütteln gibt, wo du auch nichts einstellen kannst, das ist einfach, mit Nitro ist der Huracan schneller als der Gallardo. Punkt. Das ist das Einzige, was man jetzt sagen kann. Und was vielleicht interessant ist, der Gallardo ist natürlich auf jeden Fall günstiger als der Huracan, aber auch nicht die Welt, ne? Das macht nicht so einen riesen Unterschied. Ich glaube, der Gallardo, der war jetzt bei 416.000, ne? Ich gucke nochmal kurz nach. So, ich habe nochmal gerade beide meine Videos rausgesucht. Ja, der Huracan kostet knapp 500.000 und der Gallardo 416.000. Ich habe einen Season Pass, also ich zahle 20% weniger als ihr. Oder als die Leute, die den nicht haben. Insofern, der Unterschied ist jetzt auch nicht so groß, ne? Fährst du ein, zwei Rennen, dann kannst du auch einen Huracan kaufen. Naja, Leute, was soll ich sagen? Also, ich finde beide geil. Achso, die V-Max haben wir noch nicht angesprochen. Die V-Max ist ja, habt ihr auch gesehen, ist bei beiden gleich. Der Huracan ist da ungefähr 1 km/h schneller. Ja, was soll ich sagen? Also, wenn man jetzt mal wirklich guckt, was ist besser, da muss man ganz klar sagen, wenn man alles zusammennimmt, ist der Huracan schon besser. Ja, der Huracan ist einfach besser. Der Huracan ist stabiler in der Kurve. Der Huracan hat hier eine bessere Leistung im Slalom abgeliefert. Der Huracan hat eine minimal höhere Höchstgeschwindigkeit. Und der Huracan beschleunigt mit Nitro
schneller als der Gallardo. Ohne Nitro sieht es anders aus, aber wie gesagt, mit Nitro fährt man sowieso. Deswegen, der Huracan ist besser. Auf jeden Fall babamäßiges Auto. Könnt ihr euch auf jeden Fall easy gönnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Macht's gut, haut rein, euer Zucker.